Hallo meine lieben Bronies und Pegasisters, hier ist Fire Rainbow MLP mit einem neuen Video. Und ich versuche es mal wieder mit einem Commentary. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Und ich kenne jetzt auch schon alle Folgen, also blind wird's nicht werden. Aber ich habe gedacht, vielleicht macht's euch ja trotzdem Spaß, die Folge mit mir anzugucken. Wir kommen als nächstes zu Folge 5 von Season 1, Gilda die Partybremse. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht auf jeden Fall um eine bestimmte Greifin. Also legen wir los. Die megamäßige Hufkampf-Action! Der geborene Stunt-Superstar! Sie flog höher und höher und dann schoss Rainbow Dash auf sie zu! Und bevor sie auf dem Boden aufflog, hatte Rainbow sie empfangen! Typisch Pinky. Aha. Dann flog sie ganz viele Loopings! Wow, 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 wow! Aha. Yay, Rainbow! Phew! Hey, Rainbow Dash! Pinkie Pie? Nicht schon wieder! Ach komm! Rainbow, Rainbow, du weißt, du kannst nicht vor Pinkie fliehen. Sie wird dich aber immer einholen. Ich bin gerade beschäftigt! Aber ich sagte, ich kann jetzt nicht! Oh. Ich wollte dich doch nur vor dem hohen Berg warnen! Ja. My little pony, my little pony, ah, my little pony. Ich weiß nicht, ob so Freundschaft gut sein kann. Doch dann bordet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel. Und ich will das Herz von allen ganz viel. Lieb und freundlich sind es sein. Und obendrein gibt's aber deine herrlichen Ponys. Hey, ich suche Rainbow Dash. Ach komm, so schlimm ist sie doch auch nicht. Hallo, hast du Rainbow Dash gesehen? Aha, trotzdem danke. Twilight, hast du Rainbow Dash irgendwo gesehen? Sitzt sie nicht da auf der Wolke? Rainbow nee. Dash! Tja, und so beginnt die Jagd. Das war ganz schön knapp. Hey! Hey, Rainbow! Oh mein Gott. Trauma fürs Leben. Würdest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Hat keinen Sinn. Genau. Ich verspreche dir hundertprozentig, dass du auch ganz viel Spaß haben wirst. Oh, okay. Noch ein bisschen nach rechts. Nein, jetzt wieder weiter nach links. Warte, zurück nach rechts. Und jetzt noch ein bisschen links. Du hast es toll. Stopp. Für was braucht... Ach so, stimmt. Vielleicht noch ein bisschen mehr nach Süden. Jetzt einen Zentimeter nach Norden? Okay. Jetzt nur noch ein Millimeterchen nach... Pinkie Pie! Nein, nein, perfekt. Und jetzt warte auf mein Zeichen. Armer Spike. Oh, Rainbow Dash, jetzt haben wir Spike so erschreckt, dass er einen Schluck auf hat. Super, Pinky. Echt. Du schaffst es immer wieder, mich reinzulegen. Oh. Oh nein, du hast dich doch nicht verletzt. Na, nein, red kein Unsinn. Drachen sind feuerfest. Ja, aber ist blöd, dass Celestia keinen Spam-Ordner hat. Ich wünschte, das wären die Schriftrollen auch. So viele waren es auch nicht. Wo sammelt es dann eigentlich noch ein? Rainbow, hast du schon jemals was Witzigeres gesehen? Ja, doch eine Sache fällt mir ein.
Ich hab nicht geglaubt, dass man so viel Spaß mit dir hat, Pinky. Machst du Witze? Ich spiele so gerne Streiche, das ist... Aber kennen die sich nicht schon länger? Pinkie Pie hat so viel Spaß daran, Spaß zu haben. Weißt du, Pinkie Pie, du bist gar nicht so nervig, wie ich dachte. Wollen wir was anstellen? Das fände ich total mega klasse. Also, wenn du magst... Ein Nicken würde mir auch schon reichen. So beginnt das Chaos. Ob sie zu Hause ist? Keine Ahnung, das wird der bringen. Da ist sie. Wenigstens nimmt es mit Humor. Genauso wie Twilight. Weil sowas kann auch immer schnell in die Hose gehen. Was zum Hafer? Das war auf jeden Fall viel Arbeit. Aber ich meine, sauber machen geht, glaube ich, schneller als die anzumalen. Ist auch jemand am Ufer? Mitspritzen wir nass, mitspritzen wir nass. Flatterschei. Was? Nein, wir können Flatterschei nicht nass spritzen. Sie ist so sensibel. Wir würden selbst mit einem harmlosen Streich ihre Gefühle verletzen. Ja, du hast recht. Wir müssen uns jemand anderen suchen, der nicht so zart beseitet ist. Also, wer könnte dafür in Frage kommen? Oh, mir fällt da schon jemand Geeignetes ein. Jemand, der ganz schön tough ist. Super. Wer? Kenn ich sie? Bestimmt. Oh ja, du kennst sie sehr gut. Du bist echt witzig, Pinkie Pie. Oh. Raus aus den Federn, Rainbow Dash! Es ist ein wunderschöner Tag und wir haben jede Menge Streicher! Und da ist sie, Morgen, Gilda. Pinky! Gilda, das ist meine Freundin Pinkie Pie! Hey, was geht ab? Pinky, das ist meine Greiffreundin Gilda. Was ist denn ein Greif? Ein halb Adler, halb Lebewesen. Ja, der Wahnsinn, wow! Alles klar! Gilda war meine beste Freundin im Flieger-Jugendferiencamp. Hey, kennst du noch den Campsong? Klar, wir mussten ihn schließlich jeden Morgen singen. Ich glaube, dieses öde Lied werde ich nie vergessen. Also? Na gut, weil du es bist, Dash. Wir fliegen gern, das ist unser Leben. Wir wollen hoch oben am Himmel kleben. Ganz hoch fliegen ist, was man kann. Wir sind die Besten irgendwann. Das war ja super. Und mir ist dabei ein toller Streich eingefallen. Machst du mit, Gilda? Tja, so wie alle Greife stehe ich auf gut durchdachte Streiche. Aber Dash, wollten wir heute früh nicht noch eine Flugsession einlegen? Ja, nun, Pinkie Pie? Du bist doch nicht sauer. Gilda ist gerade erst angekommen. Wir sehen uns dann später. Oh, sicher, kein Problem. Alles klar, Mädels. Viel Spaß, wir sehen uns dann... später. Ich finde, Pinky sollte da auch verstehen, dass es einfach auch mal einen Tag gibt, wo man nicht mit der einen Freundin abhängen kann und dass sie dann auch mal jemand anderen so Spaß haben da hat. Mann, war das cool. Das war spitze, ganz wie in alten Zeiten. Weil ich meine, Greife kommen ja von weiter weg. Noch viel schneller. Was machen wir jetzt? Hallihallo. Jetzt ist später. Und da bin ich. Und Pinky hat so viele Freunde, von denen könnt sie von jedem in der Stadt irgendwas mit denen machen. Hey, Dash, hast du noch Luft? Machen wir ein Wettfliegen zu der Wolke da drüben? Wettfliegen? Na klar, ich mach dich fertig. 1, 2, 3, los! Hey! Gewonnen! Von wegen, ich hab gewonnen. Gar nicht wahr. Ich hab gewonnen. Ich war ein Flügelschlag schneller als du. Nein. Du träumst. Aber Ideen hat sie. Nein, du hast nicht gegen mich gewonnen. Wow, Leute, cooles Wettfliegen. Ich glaube, Rainbow...
Onkel Dash hat dich nur um eine Haaresbreite geschlagen. Oder sagen wir, um eine Federbreite? Ha, siehst du, gut, dass Pinkie Pie hier ist. So geht es wenigstens ehrlich zu. Okay, na schön. Wer als letztes da drüben bei der Wolke ist, ist ein hässliches Drachenei. Los! Weißt du was? Ich glaube, die Höhenluft bekommt dir nicht so gut. Warte! Halt! Oh, aber schnell ist sie. Ich meine, die hat ewig gewartet und dann kommt sie fast zeitgleich an. Und Dash, hast du ein paar neue Nummern auf Lager oder hast du nur das drauf, was man uns vor 100 Jahren beigebracht hat? Neue Nummern? Ha! Pass mal auf, Gilda! Wird aber eine Weile dauern! Hey, Pinky, komm her! Ja? Willst du oder kannst du nicht verstehen, dass du abzischen sollst? Dash hat keinen Bock auf eine Lachnummer wie dich, solange ich hier bin. Du verpestest uns die Luft ja, hier oben, Stinky Pie. Schon also mach's wie gemein. Die Bienchen und schwör ab. Aber ich verstehe Gilda trotzdem ein bisschen, dass sie auch mit Dash allein mach sein mir will. Das erstmal nach. Hey, wo ist Pinkie Pie mit ihrem komischen Apparat hin? Oh, weggeflogen. Sie hat irgendwas von fleißigen Bienchen erzählt. Pinkie Pie, das sind bist Bienen. Du sicher, dass diese Freundin von Rainbow Dash wirklich so gemein ist? Ja. Sie will mir Rainbow Dash wegnehmen. Sie hat die Luftballons zerstochen und gesagt, ich soll abzischen. Der gemeinste Greif, den ich kenne. Ehrlich gesagt kenne ich gar keinen Greif. Aber selbst wenn ich welche kennen würde, dann wären sie garantiert nicht so gemein wie Gilda. Weißt du, was ich denke, Pinkie Pie? Hm? Nun ja, ich denke, du bist eifersüchtig. Eifersüchtig? Ja. Oder auch grün vor Neid. Oder in deinem Fall pink vor Neid. Oder eben einfach eifersüchtig. Pass auf, Pinky, ich will dir nicht wehtun, aber nur weil Rainbow Dash noch eine andere Freundin hat, ist Gilda nicht gleich gemein. Vielleicht solltest du, Pinky, auch dein eigenes Verhalten überprüfen. Ich soll auch mein Verhalten überprüfen? Aber es ist Gilda, die... Ich meine, Gilda ist nichts anderes gewohnt, als immer gemein zu sein. Und ein bisschen eifersüchtig ist sie schon, die Pinky. Vielleicht ist Gilda auch kein gemeiner, mürrischer, großer Vogel. Vielleicht bin ich wirklich voreingenommen und ein super, obereifersüchtiges Pony. Au. Das war klasse. Ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen um das Wetter hier kümmern. Dauert nicht allzu lang. Sieh dir doch die Stadt an. Ich finde dich schon. Das hört sich cool an. Ich besorg mir so lang was zu essen. Bis dann. Ah! Klapperschlange! Klapperschlange! Ich meine, das ist ja eher einfach nur so ein Streich. Ich meine, ja. Alles andere als Frischpferdchen. Oh nein, die arme Granny Smith. Sie hat sich ganz schön erschreckt. Wie gemein. Nein, nein, ich darf nicht ungerecht sein. Gilda wollte ihr nur einen Streich spielen. Oder? Ich meine, stehlen darf man nicht. Das stimmt. Ich habe mich doch nicht vertan. Sie ist nicht nur ein obergemeiner Greif, sondern auch noch eine Diebin. Nein, 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 nein. Sie gibt ihn wieder zurück. Es war ja klar. Ein Scherz. Wie sollte man den jetzt noch zurückgeben? Hier entlang. Mama Ente, du hast freie Bahn. Hey! Oh, bitte entschuldige. Ihr seid mir im Weg. Oh, tut mir so leid. Ich wollte nur... Oh, tut mir so leid, tut mir leid. Warum passt du nicht auf, wo du hintrittst, Dummerchen? Aber ich... Ach, bitte. All diese bescheuerten Ponys machen mich langsam wahnsinnig. Ich verschwinde. Sie ist grob, eine Diebin und furchtbar fies. Der gemeinste Vogel aller gemeinen Vögel dieser Welt. Ich kann das verkraften, aber niemand darf mit Flatterscheiße umgehen. Nee, das darf niemand. Das schreit nach einer dringenden Veränderung auf Pinkie Pie Art. Hm. Willkommen! 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 Wer ist diese Gilda? Ich habe noch nie von ihr gehört. Ich glaube, sie ist eine alte Freundin von Rainbow Dash. Sie ist ein Greif, die sind selten. Du kennst sie doch schon. Wie ist sie denn so? Oh, erzähle ich dir später, Twilight. Willkommen! Willkommen! Pinkie Pie, wegen dieser Party für Gilda, hältst du das wirklich für eine gute Idee? Weil, zerbrich dir nicht dein Köpfchen wegen dieser fiesen, gemeinen Gilda. Keine Sorge, Tante Pinkie Pie hat alles unter Kontrolle. Ich bin ein Jahr älter als du. Gilda! Ich freue mich so für dich, eine meiner Pinkie Pie Party zu schmeißen. Und ich hoffe ganz ehrlich und aufrichtig, dass du dich hier unter uns Pony wohlfühlen wirst.
Wow. Oh, Pinkie Pie, der alte Hufschlagschocker. Echt ein Witzbold. Ja. Das war noch ein bisschen gefährlich. Nur ein bisschen. Komm, ich will dir auch noch meine anderen Freunde vorstellen. Ich komme sofort, Dash. Ich weiß genau, was du vorhast. Toll. Ach, ich weiß, was du geplant hast. Na, das hoffe ich doch. Es sollte ja auch keine Überraschungsparty sein. Trotzdem, ich werde dich genau im Auge behalten. Und ich behalte dich auch im Auge. Hey, Leute, hier ist unser Ehrengast Gilda, eine alte Freundin von Rainbow Dash. Seid nett zu ihr und heißt sie in Ponyville willkommen. Hallo, Gilda. Oh, ja, wie schön. Es gibt noch was zu essen. Vanille-Zitronenbonbons, da greife ich gerne zu. Schaff! Hier, trink Punsch! Voll die Prank-Party einfach. Ich verrat's dir, da war Pfeffer in den Bonbons und das tropfende Glas ist ein Scherzartikel. Wie herrlich, gut gelungen. Ja, überaus witzig. Hey, Gilda, für dich Geschenke. Voll wuschig. Klingende Schlangen. Letzten Monat hat mir jemand den gleichen Streich gespielt. Haha, ich weiß ganz genau, wer das war. Ach so? Hier ist die Torte, meine lieben Ponys. Hey, darf ich die Kerzen ausblasen? Nein, ich denke, Gilda sollte die Kerzen auspusten. Sie ist doch schließlich unser Ehrengast. Das ist wohl richtig. Spike wird immer irgendwie umgehauen. Voll oft jedenfalls. Aber Gilda ist gut im Auspusten. Sie kriegt immer gleich alle weg. Wieder entzündbare Kerzen. Ich liebe diesen Trick. Ein Klassiker. Ich frag mich, wer sich das ausgedacht hat. Ja, ich mich auch. Oh, ist doch egal. Diese Torte ist köstlich. Da wollen andere auch noch dran essen. Hey, Gilda, du bist doch jetzt nicht etwa sauer wegen der albernen Kerzen, oder? Ach, Unsinn, Dash. Wie ich schon sagte, ich finde gute Streiche echt toll. Komm, dann lass uns ein Stück Torte essen. Hey, ich beobachte dich wie ein Habicht. Wieso? Du bist doch eigentlich ein Greif. Leute, wir spielen Kleb dem Pony den Schweif an. Los, auf geht's. Oh, das spiele ich am liebsten. Darf ich anfangen und kann ich den lila Schweif haben? Oh, nein, ich bin hier der Ehrengast. Und ich kriege den lila Schweif. Genau. Ja, Gilda ist auf jeden Fall als Erste dran. Kannst du ihr die Augen verbinden? Hey, was macht ihr denn? Wir drehen dich zuerst im Kreis und dann kannst du dem Pony den Schweif ankleben. Geh geradeaus und kleb dem Pony den Schweif an. Geh geradeaus und kleb dem Pony den Schweif an. Ja, natürlich. Das ist doch bestimmt wieder ein Scherz. Deshalb will ich da lang gehen. Oh nein, das Pony hängt doch hier. Oh, ist vom Ding her schon gut überlegt. Die ganze Zeit wird es ausgedrückt, Mann. Dass er genau in die andere Richtung geht. Gilda, du hast den Schweif an der falschen Stelle angeklebt. Das findet ihr also zum Kaputtlachen. Ich habe noch nie in meinem Leben so langweilige Idioten getroffen. Und Pinkie Pie, du bist mit deinen blöden Partyspielen die Königin der Idioten. Hast du wirklich geglaubt, du könntest mich überlisten? Ha, da habt ihr euch geschnitten. Dash und ich sind nämlich 10-mal cooler als ihr alle zusammen. Komm schon, Dash, wir verlassen diesen erbärmlichen Ort. Hm. Komm schon, Rainbow Dash. Ich sagte, wir verschwinden. Weißt du was, Gilda? Ich bin diejenige, die sich all diese blöden Streiche ausgedacht hat. Was? Also bin ich die Königin der Idioten. Ach, Unsinn, Dash. Das glaube ich dir nicht. Die Streiche waren nicht alle für dich bestimmt. Du hattest naja, wir haben sie schon sehr auf die Dinger gelenkt. So was wie das tropfende Glas kann sich nur Rainbow ausdenken. Glaube ich nicht. Ihr habt gesagt, nehmt ein Bonbon. Dann nimmt sie ein Bonbon. Dann braucht sie was zu trinken. Das heißt, sie kriegt das andere auch gleich. Ich dachte, eine Party wie diese würde dich komplett umdrehen. Und du brauchtest auch niemanden, der dich zum Narren halten will. So hatte ich mir eine Begegnung meiner alten und neuen Freunde nicht vorgestellt. Hm. Wenn dir cool sein so wahnsinnig wichtig ist, dann such dir lieber ein paar coole Freunde. Irgendwo anders. Hm. Ach so? Und du bist doch die totale Mitläuferin. In der einen Minute cool und dann blöd. Wenn du dich entschieden hast, lieber cool zu sein, dann sag Bescheid. Uncool. Wow.
Meintest du die Partybremse? Was war das denn? Was war denn mit der? Es tut mir leid, Ponys, dass ich Gilda hergebracht habe. Ich wusste gar nicht, wie gemein sie ist. Und Pinkie Pie? Es tut mir auch leid, dass sie die Party verdorben hat, die du organisiert hast. Hey, wenn du mit Partybremsen abhängen willst, ist das deine Sache. Ich hänge aber viel lieber mit dir ab. Ist das okay? Absolut okay. Nee, ist nicht okay. Hey, Pinkie, entschuldige, dass ich dachte, du schätzt Gilda falsch ein. Sieht aus, als hätte ich dich falsch eingeschätzt. Schon okay, Twilight. Du kannst ja auch nicht immer die super-duper-oberschlauste von uns sein. Aufgepasst, liebe Ponys! Unsere Party ist noch lange nicht zu Ende! Liebe Prinzessin Celestia, ach ja, heute habe ich erfahren, wie schwer es sein kann, wenn gute Freunde andere Freunde haben, Spike, die selbst nicht so nett sind. Mal auf zu drücken. Natürlich kann man nicht beeinflussen, wen die Freunde mögen, aber man sollte auch sein eigenes Verhalten überprüfen und ihnen weiterhin ein guter Freund sein. Irgendwann stellt sich schon heraus, wer ein falscher Freund ist und wer es ehrlich mit einem meint. Deine treu ergebene Schülerin Twilight Sparkle. Liebe Twilight, dass sie einfach Sparkle, mit dem Ding, was ihr geschickt wurde, schreibt. Oh, oh, die falsche Tinte. Oh. Okay. Das war's dann auch schon wieder. Lass mal noch schnell die Credits durchlaufen. Also ich finde, die Folge ist okay, aber es gibt auf jeden Fall bessere noch. Gilda ist ein interessanter Charakter und ja, es ist natürlich toll, dass Rainbow Dash in der Folge vorkam, weil sie ist auf jeden Fall mein Lieblingspony. Und das mit den Streichen mit Pinkie Pie kommt ja auch irgendwann wieder auf. Ja. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.